Erzbischof. Ich bin seit 1975 in der Blindeninstitutstiftung. War hier ab der dritten Klasse in der Schule, war, bevor die Blindeninstitutstiftung eine Werkstatt hatte, war ich in der Mainfränkischen von 86 bis 92. Und als dann die Bentheim-Werkstatt fertig war, sind wir von der Mainfränkischen runter in die Bentheim-Werkstatt ins Blindeninstitut. Ja, ich baue entweder hier Schachteln oder wie ich gerade eben gemacht habe, Gewinde geschnitten oder ich habe auch schon da an der Waage abgewogen. Das sind so meine Arbeiten, die ich hier mache. Ja, ich habe einen grauen Star und ja, auf meinem Alltag wirkt sich das so aus, dass ich mich halt an Telefonzellen oder Gebäuden oder an Geschäften orientiere. Bei uns in der Wohngruppe, wir sind nur zu dritt und ich mache da zum Beispiel die Anwesenheitsliste bei uns. Da habe ich ein Fernsehlesegerät. Ich habe aber auch eine Lupenbrille, mit der ich das Ganze auch lesen kann. Mein Name ist Elena Meuser, ich bin Augenoptikermeisterin und arbeite jetzt seit 2018 hier im Blindeninstitut. Ja, also meine Patienten kommen eigentlich überwiegend aufgrund von der Makuladegeneration, aufgrund der altersbedingten Makuladegeneration zu mir. Das ist so die häufigste Erkrankung, mit der ich hier in meinem Beruf zu tun habe. Bei der altersbedingten Makuladegeneration ist die Stelle des schärfsten Sehens betroffen, das heißt die Makula. Man kann sich das so vorstellen, dass das zentrale Sehen betroffen ist. Das heißt, alles, was ich direkt anschauen möchte, ist im späteren Stadium dann schwierig. Das heißt, lesen, Gesichter erkennen, solche Aufgaben oder solche Tätigkeiten fallen dann schwer. Beim grünen Star, auch das Glaukom genannt, kommt es erstmals zu einer Einschränkung des äußeren, das heißt peripheres Gesichtfeldes. Patienten merken es häufig eher später. Oft, wenn sich solche Situationen ergeben, dass man vermehrt an den Türrahmen stoßt oder auf der Straße vielleicht Personen anrempelt, dann stellt man meistens erst fest, dass was nicht passt. Wichtig zu wissen ist einfach, dass Augenerkrankungen tagesformabhängig sind, dass sich die alle unterschiedlich auswirken können und dass es einfach für die Angehörigen bzw. begleitenden Personen wichtig ist, dass die unterstützen, dass Betroffene einfach mehr Zeit brauchen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich sehe anders. Und wie siehst du?